Herzlich willkommen bei asef-windnode.de, dem Portal für innovative Stadtwerkeprojekte im Rahmen von Windnode. Im Februar 2019 waren wir von der ASEF unterwegs, um uns mit Projektpartnern auf der eWorld zu treffen. Wir sprechen diesmal mit Markus Honke über Flüssiggaserzeugung am ILK, Herrn Markus Grebig über Windnode und Johannes Sigula berichtet über Grids Energy City. Unser Projektbeitrag ist folgender. Wir haben ein Eisspeicher, Flüssigeisspeichersystem entwickelt, was sehr effizient Eis erzeugt. Und dieses in Kombination mit regenerativen Energien sinnvoll einsetzbar ist im Bereich Gebäudekühlung. Windnode ist ein Verbundprojekt von über 70 Partnern aus ganz Ostdeutschland. Bei Windnode geht es sozusagen um die zweite Phase der Energiewende. Wir fangen im Grunde genommen dabei an, eine CO2-Bilanz für Kommunen aufzustellen. Aus der gesamten Bilanz haben wir sozusagen dann die Möglichkeit, in die einzelnen Sektoren abzuspringen. Bedeutet, wenn wir zum Beispiel wissen, wir haben eine schlechte CO2-Bilanz im Bereich der Wärme oder im Bereich der Energie, hat man dann wiederum über Quartiere natürlich die Möglichkeit, dann entsprechend aktiv zu werden. Für Stadtwerke hat es den ausgesprochenen Charme, dass durch verstärkten Einsatz regenerativer Energien, also volatile Energien, es möglich ist, durch Speichersysteme Bedarfe und Angebote besser in Übereinklang zu bringen, also Bedarfskurven zu glätten. Und ich möchte alle Stadtwerke ermuntern, neben der Kompetenz im klassischen Kerngeschäft, einfach sich bewusst darüber zu sein, dass sie als regional vernetzte Akteure eine unheimliche Chance haben, diese neuen Geschäftsmodelle eben auch aufzugreifen und an ihre Kunden zu transportieren. Bis zum nächsten Mal. Willkommen an Bord. Jetzt liken, abonnieren und Glocke aktivieren.